Moin zusammen und willkommen zu Einmal Drums mit Alles bitte. Heute mit André Wenzlitschke. Und wenn jemand von euch den Namen jetzt erstmal nicht sagt, dann bin ich mir aber sicher, dass das spätestens gleich der Fall sein wird, dass ihr Teile seiner Arbeit kennt, weil ich gleich mal die, wie ich finde, wirklich beeindruckende Creditliste vorlese. Und spätestens dann dämmert es den meisten wahrscheinlich. Geboren und aufgewachsen ist André in Fiesebeck, einem, wie er selber sagt, sehr kleinen Dorf in Nordhessen in der Nähe von Kassel. Dann hat er später studiert an der Berufsfachschule in Dinkelsbühl bei Klaus Hessler. Später dann noch ein Studium in Los Angeles an der LA Music Academy absolviert. Dort unter anderem Unterricht gehabt bei Ralph Humphrey, Mike Shapiro, Joe Porcaro. Dann den Popkurs in Hamburg absolviert. Weiter noch Unterricht gehabt bei Stefan Emig, Kenny Martin, Sean Pelton, Victor Indrizzo. Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Und Dave Illich. Nach dem Studium ist er nach Berlin gezogen, hat dort 7 Jahre gelebt und gearbeitet, um dann nach Hamburg abzuwandern sozusagen, wo er jetzt seit 5 Jahren lebt und arbeitet. Momentan spielt er unter anderem mit Tom Gregory, Antje Schomaker, Philipp Dittberner, Disaster, Phil Siemers und Florian Künstler. Und jetzt kommen wir mal zu der Creditliste. Da muss ich ein bisschen Luft holen, damit ich die durchkriege. Er hat nämlich unter anderem live und im Studio gearbeitet mit Prinz Pi, Revolverheld, Johannes Oerding, Namika, Meute, Stefanie Heinzmann, 5 Sterne Deluxe, Anna Loos, Casper, Michael Schulte, Jakuza, Bass Sultan Hengst, Gregor Meile, Das Bo, Curse, Megalo, Mono und Nikita Mann, Cassandra Steen, Ali Neumann, Der Wolf, Faisen, Alexander Knappe, Nevio, Alexander Klavs, Jimmy Blue Ochsenknecht, Reinhold Beckmann, Lou Bega, Franz Blaser, Joachim Deutschland, Ivory Revolts, Flo Mega, Cosmo Klein und Sebastian Fitzek. So, wenn da jetzt nicht für jeden was dabei war, dann weiß ich es auch nicht. Kennengelernt haben wir uns persönlich, weiß ich gar nicht, wann und wo genau das erste Mal, aber getroffen haben wir uns definitiv in Osnabrück schon 2-mal, als er Support für Johannes Oerding gespielt hat mit Antje Schomaker und dann nochmal mit Antje Schomaker in einem Club in Osnabrück gespielt hat. Das waren immer nette Gespräche und ich gehe davon aus, dass das heute auch der Fall sein wird und freue mich jetzt, André Wenzlitschke zu begrüßen. Moin. Hallo Bo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch. Zu der Creditliste kommen wir gleich vielleicht nochmal. Da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Mich würde jetzt interessieren, also ich habe jetzt ein bisschen was vorgestellt, aber wir hatten einen ziemlich großen Zeitsprung drin von geboren und aufgewachsen zum Studium in Dinkelsbühl. Dazwischen gab es ja sicherlich ein paar Jahre. Also mich würde interessieren, wann du angefangen hast, Schlagzeug zu spielen, um dann den Entschluss zu fassen, auch so ein Studium zum Beispiel in Dinkelsbühl zu machen. Also es gibt schon Bilder, wo ich glaube ich mit 2 oder 3 Jahren zu Weihnachten so ein kleines Kinderspielzeug, Schlagzeug bekommen habe, so von Disney, so ein blaues Mickey Mouse Schlagzeug. Also die Faszination für Schlagzeug war schon früh da, glaube ich. Aber es hat dann so ein bisschen gedauert, bis meine Eltern mir dann ein richtiges Schlagzeug gekauft haben und ich Unterricht bekommen habe. Ich glaube, das war dann so um 10 oder 11. Dann hatte ich in der örtlichen Musikschule Unterricht. Da bei uns in der Stadt nebenan, wo ich auch zur Schule gegangen bin, in Wolfhagen. Mhm. Und genau, ich hatte da Unterricht und habe dann schon so ein paar Bands nebenbei gleich gehabt. Das war aber immer so ein Hobby nebenbei. Also es war noch nicht so im Fokus. Es kam erst mit der Zeit so ein bisschen. Damals war ich wahrscheinlich auch nicht der fleißigste Schüler. Habe auch sehr konzeptlos geübt, glaube ich, und einfach nur ein bisschen rumgespielt. Irgendwann habe ich Stefan Emig kennengelernt, der damals noch in Kassel gewohnt hat und hatte bei dem Unterricht. Bin dann einmal die Woche nach Kassel gefahren zu ihm und da wurde es alles so ein bisschen ernster. Der hat mich da motiviert, mehr zu üben und das vielleicht dann auch beruflich zu machen. Da war dann das erste Mal die Idee da, das vielleicht später auch so hauptberuflich zu machen. Mhm. Wie alt warst du da ungefähr? Kannst du das noch? Ich würde sagen, so mit 15, 16 habe ich bei Stefan angefangen mit Unterricht. Mhm.
Und der war so ein Vorbild für mich damals. Der war ja auch in Los Angeles in der LA Music Academy und habe ich da so ein bisschen beraten, was man so machen kann. Und dann bin ich zu meinen Eltern gegangen und meinte so, hey, ich möchte gerne in Los Angeles Musik studieren. Da gibt es die LA Music Academy. Meine Eltern fanden das so semi-cool und wir haben uns lange unterhalten darüber. Und der Deal war, ich soll erstmal eine ordentliche Ausbildung machen, also eine Berufsausbildung in deren Augen. Und dann darf ich nach LA gehen, um da Musik zu studieren. Und dann habe ich die Schule nach der 10. beendet. Ich dachte so, jetzt noch Abitur machen, dann eine Berufsausbildung, dann Musik studieren und dann irgendwo hinziehen und Musiker werden. Das dauert mir alles zu lang. Dann habe ich nach der 10. die Schule beendet und habe eine Ausbildung zum Bierbrauer gemacht. Ach was. Ja, zum gelernten Brauer und Melzer heißt der Beruf. Und habe das so 3 Jahre durchgezogen und dann war so mein Teil der Abmachung erfüllt und dann haben meine Eltern das okay gegeben, dass ich Musik studieren darf. Damals war ich, ich glaube, 19 oder 20, als ich damit fertig war. Das war mir noch so ein bisschen zu früh, allein nach Amerika zu gehen und wollte noch so ein bisschen was dazwischen schieben. Und damals gab es noch nicht so viele Schulen in Deutschland, die so Rock-Pop, so ein Rock-Pop-Studium angeboten haben. Und irgendwie bin ich auf Dinkelsbühl gestoßen. Dann habe ich dann da beworben und bin glücklicherweise genommen worden und hatte dann da 2 Jahre Unterricht bei Klaus Hessler und Jochen Sponsel. Du hast mir mal erzählt, dass du da, wie soll ich das sagen, aufgefallen bist durch einen der Tracks. Du hast Backstreet Boys gespielt, oder? In der Aufnahmeprüfung? Nee. Oder vertue ich mich da gerade? Knapp daneben, NSYNC. NSYNC, okay. Ja, sorry. Es gab damals von, ich glaube, DCI-Videos oder sowas. Das waren ja damals die VHS-Kassetten. Ja. Mit den ganzen Schlagzeug, den ganzen Schlagzeugvideos. Da gab es ein Video von Bob Gadsden, dieser verrückte Typ, der damals dieses komische Drum-Rack erfunden hat, zusammen mit Billy Ashburn. Und der war der Schlagzeug von NSYNC. Und die haben damals eine Kassette rausgebracht, die hieß Taking Care of Business. Und da waren so Play-Alongs drin von NSYNC, von so Live-Versionen von NSYNC. Und da habe ich Bye, Bye, Bye vorgespielt. Und bleibenden Eindruck hinterlassen für die Aufnahmeprüfung. Es hat irgendwie gereicht, dass ich auf jeden Fall genommen wurde. Ja, cool. Und in Dinkelsbühl ist ja schon auch klassisches Schlagwerk involviert, ne? Das ist jetzt auch nicht so das reine Pop-Ding gewesen, zu der Zeit zumindest, oder? Vertue ich mich da? Ah, doch. Also es gibt auch einen klassischen Bereich. Da war dann Jochen Sponsel der Hauptdozent. Aber ich habe mich für den Rock-Pop-Bereich beworben und hatte da Hauptfachunterricht bei Klaus Hessler und habe aber Nebenfach genommen bei Jochen Sponsel und hatte da noch ein bisschen Unterricht bei ihm. Aber meistens haben wir auch viel geredet und Musik gehört, also gar nicht so viel klassische Instrumente ausgecheckt. Also es war schon sehr Rock-Pop basiert. Okay. Und dann warst du quasi bereit für LA sozusagen. Dann habe ich mir das dazu getraut, allein darüber zu fliegen. Auf jeden Fall. Genau. Und dann hast du dieses ganze Jahr da gemacht, ne? Genau, ein Jahr. Ein Jahr. Ja. Und wie ist der Eindruck? Also ich kann ja mal ganz kurz, ich wollte das auch immer machen zur LMU. Mein Schlagzeuglehrer hat damals nämlich auch meinen Eltern gesagt, hier der Junge muss nach LA, da gibt es diesen Studiengang so und so. Und das ist ganz witzig, weil dann habe ich den Kontakt aufgenommen über die Modern Music School damals. Das ist ja so das Pendant in Deutschland gewesen, wenn man so will, ne? Und da hieß es ja, nimm mal Kontakt zu jetzigen Studenten auf. Das ist ganz neu, aber dann kannst du dich schon mal informieren, wie das da so ist und so weiter. Und da hatte ich tatsächlich, das habe ich aber erst jetzt Jahre später mitgekriegt, Kontakt zu Stefan Emich tatsächlich. Ah, okay. Per E-Mail so, ne? Und der hat mir so ein bisschen was erzählt. Für mich hat es dann leider nie ganz geklappt, weil es irgendwie finanziell so ganz das Ganze nicht drin saß und ich diesen Sprung dann auch nicht so richtig gewagt habe, wie du auch sagtest. Ich war irgendwie noch nicht ready, ein Jahr nach LA zu gehen alleine. Aber spannend, dass da doch so viele dann, die man jetzt kennt, sozusagen das so gemacht haben und wie sich das so, ja, wie klein die Welt ist. Ja, und total. Ja. Du über Stefan, der Unterricht hatte und so weiter, bei dem du Unterricht hattest und ich auch irgendwie Kontakt zu Stefan und ja. Und dann ging es zurück nach Deutschland. Genau. Aber da war wahrscheinlich der Entschluss schon gefasst, ne? Also endgültig sozusagen Musik zu deinem Beruf zu machen. Sonst. Ich glaube, der Entschluss, dass ich das wirklich zu meinem Beruf mache, der ist vorher schon gefallen. Das war so, okay, ich ziehe das jetzt komplett durch. Das muss klappen. Das war jetzt auch nie
mein Traum, Bierbrauer zu werden. Oder es war auch einfach nur, ich bin nur Bierbrauer geworden, weil das die besten Arbeitszeiten da waren in der Brauerei, die Brauerei in Kassel war. Und also ich hätte auch irgendwas anderes machen können. Das war für mich nie eine Option, den Beruf quasi wirklich so auszuüben. Das war nur part of the deal mit deinen Eltern. Genau, so. Ja. Und dann musste ich irgendwie von 6 Uhr morgens bis 14 Uhr arbeiten. Und dann konnte ich ab 14 Uhr üben, Unterricht nehmen und zu Bandproben gehen und so. Und das war das eigentliche, wirkliche Argument für den Beruf. Es hätte auch irgendwas anderes sein können. Okay, und war es für dich eine Option oder hast du darüber nachgedacht, in L.A. zu bleiben und da dein Glück zu versuchen? Oder war das nie so wirklich eine Option? Damals war es keine Option. Jetzt finde ich es total spannend. Also jetzt gerade mit Corona ist es natürlich schwierig, aber ich fliege so einmal im Jahr mindestens rüber, weil ich die Stadt so sehr mag und da so gerne bin. Und so, ich finde das so inspirierend da drüben. Damals aber war das, nicht wirklich eine Option. Mhm. Ich war dann schon froh auch, das war ein wirklich sehr, sehr schönes Jahr, aber ich war schon froh, als ich wieder in Deutschland war und dann so anfangen konnte, mir das aufzubauen. Und das hast du dann, wenn ich es in der Vita richtig gesagt habe, über den Popkurs in Hamburg dann gemacht? Nee, ich habe den Popkurs einmal habe ich ihn 2004 gemacht, das war vor Dinkelsbühl. Ah, okay. Ja, aber das war schon relativ früh und ich war da so, das war total spannend, aber das war alles noch ganz schön weit weg. Also ich musste dann mir so 3 Wochen Urlaub nehmen, um nach Hamburg zu fahren, von meiner Ausbildung. Ich bin aus Los Angeles zurückgekommen, war so 2-3 Wochen bei meiner Familie, habe dann Hallo gesagt und bin dann einfach nach Berlin gezogen. Okay, dann kam direkt der Schritt Berlin. Und einfach komplett alles nach Berlin mitgenommen. Also gar nicht erst ein Schlagzeug in Kassel gelassen, um vielleicht noch da was zu machen oder so, sondern einfach komplett alles, was ich hatte, mit nach Berlin genommen. Mhm. Und dann 7 Jahre ist ja kein kurzer Zeitraum, dann da gearbeitet und wie kam der Entschluss? Oder das ist ja eigentlich ganz spannend, weil Berlin, Hamburg sind ja so, ich will jetzt keiner anderen Stadt zu nahe treten, aber eigentlich so die Hotspots zumindest gewesen. Jetzt gibt es natürlich auch noch mal ein paar andere Städte, ja. Aber es sind ja eigentlich so musikalisch, würde ich schon sagen, so die Hotspots in Deutschland. Kannst du mal vergleichen oder beziehungsweise wie kam der Entschluss, dann von Berlin wieder nach Hamburg zu gehen oder was heißt wieder, aber dann nach Hamburg zu gehen und zu sagen, jetzt will ich da arbeiten und leben? Also ich fand Hamburg schon immer richtig, richtig toll. Und diese 2x3 Wochen Popkurs, die ich vor meinem Studium gemacht habe, die haben mich schon sehr beeindruckt da, die Stadt. Und ich mag das so, so gerne in Hamburg. Und ich bin aber irgendwie in Berlin gelandet. Damals so ein sehr guter Freund von mir ist auch nach Berlin gezogen, der aber nichts mit Musik zu tun hat. Der hat eine Ausbildung da gemacht und wir haben halt eine WG gemacht und sind zusammengezogen. Mhm. Und da war das einfach so, okay, dann ziehe ich halt auch nach Berlin. Damals war mir das so, okay, entweder Berlin oder Hamburg, okay, dann halt jetzt Berlin. Und ich habe mich auch sehr wohl gefühlt und bin immer noch sehr oft in Berlin und mache auch noch ein paar Sachen in Berlin. So Philipp Dittberner ist ein Sänger, mit dem ich spiele, der kommt aus Berlin und ein Großteil der Band kommt auch aus Berlin. Aber es hat sich irgendwie nach Hamburg entwickelt so. Es sind so ein paar Sachen zusammengekommen, wo ich dann super oft nach Hamburg gefahren bin. Ich habe über so eine Session Franz Plaza kennengelernt und der hat mich dann ständig angerufen für irgendwelche Aufnahmen und teilweise war ich dann einmal die Woche in Hamburg, um irgendwas einzuspielen und habe dadurch natürlich noch mehr Leute kennengelernt. Und dann kam so eins zum anderen und dann wurde ich mehr oder weniger überredet, nach Hamburg zu ziehen. Mhm. Aber ich habe es auch nicht bereut. Ich mag das da sehr gerne. Aber ich habe immer noch ein Schlagzeug in Berlin stehen und mache noch ein paar Sachen in Berlin und kann dann immer schnell hin und her. Mit der Bahn dauert das so 1,5 Stunden oder so. Das ist ja auch nichts. Und ich glaube, ja, die Musikszenen in Berlin und Hamburg überschneiden sich schon sehr stark. Mhm. Ist das so? Ja, finde ich schon. Okay. Habe ich den Eindruck. Ja, du musst ja wissen, wovon du sprichst. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass das so geschlossene Kreise sind, so mehr oder weniger, dass die Szenen probieren, so ihr Ding zu machen. Also was jetzt? Ich habe schon den Eindruck, ich glaube fast bei jedem Künstler, mit dem ich gerade so spiele aktuell, kommt mindestens eine Person aus Berlin. Mhm. Oder wenn der Künstler aus Berlin kommt, dass mindestens eine Person, vielleicht dann ich, aus Hamburg kommt. Ich finde, das überschneidet sich schon ganz schön krass. Was auch schön ist, was ich gut finde. Okay, und jetzt probiere ich mal so ein bisschen den Dreh zu kriegen, so zum Thema Netzwerken, beziehungsweise ja, wie sich so das eine mit
wie das eine das andere ergibt. Also ich nehme mal an, wenn ich mir deine Creditliste so angucke, dann ist das ja nicht, dass du gesagt hast, okay, ich will jetzt mit diesen ganzen Leuten spielen, sondern wahrscheinlich hat sich ja über Connections, über die Arbeit mit dem einen Künstler oder dem anderen dann immer was anderes auch entwickelt. Aber ja. Bist du ein Typ, der dieses Netzwerken dafür bewusst betrieben hat sozusagen? Oder hast du das auf dich zukommen lassen? Oder hast du schon auch versucht, dich auf Sessions blicken zu lassen? Also hast du da irgendwie eine Art Plan verfolgt oder irgendwas? Also gerade in Berlin habe ich das schon gemacht. Weil ich bin nach Berlin gezogen und kannte so niemanden. Bin einfach hingezogen und okay, hier bin ich und jetzt muss das irgendwie losgehen. Und habe mir dann so ein Stadtanzeiger, so ein Stadtmagazin gekauft, wo hinten die ganzen Veranstaltungen drin standen und habe geguckt, wo eine Session ist und bin einfach jeden Abend auf eine Session gegangen. Egal, ob eine Blues-Session, Rock-Session, Funk-Soul-Session oder was auch immer. Bin einfach überall hingegangen und wollte Leute kennenlernen oder mit Leuten spielen, die das vielleicht gut finden, wie ich spiele oder was auch immer und so mein Netzwerk so erweitere. Und dann gab es halt irgendwelche Bands, die einen Schlagzeuger gesucht haben und ich habe irgendwo vorgespielt und habe da vielleicht wieder einen guten Bassisten kennengelernt oder was auch immer. So war der Plan, so habe ich mir das vorgenommen. Und das hat ein bisschen gedauert in Berlin, aber es hat dann irgendwie geklappt, dass es immer mehr wurde. Mhm. Jetzt mittlerweile, ja, ich gehe nicht mehr so oft auf Sessions, ab und zu, aber sehr, sehr selten. Okay, aber mittlerweile ist das Telefonbuch auch ganz gut gefüllt, wahrscheinlich. Ja, man kennt so ein paar Leute jetzt. Ja, okay, so liest sich die Creditliste ja auf jeden Fall auch. Ah. Ja. Die ganzen Namen, die ich da vorgelesen habe, würdest du dich schon eher als Live-Drummer dann bezeichnen oder sind das eher Studio-Aktivitäten, die du machst? Also hält sich das die Waage? Ja, also ich glaube, ich bin schon mehr live unterwegs, aber so ein paar Sachen sind halt auch so Studiosachen, die man so macht. Ich habe jetzt so angefangen, selber aufzunehmen in meinem kleinen Räumchen. Ich habe ein paar Mikrofone besorgt, ein paar gute Preamps und das war so mein Corona-Hobby, was ich so angefangen habe. Genau, und jetzt mache ich wieder so ein bisschen mehr Studio-Kram als vorher. Also da gab es eine Zeit bei Franz Plaza, wo ich ganz viel gemacht habe, aber ich glaube, das läuft immer mehr darauf hinaus, dass es die Leute machen, die einfach selber Schlagzeug aufnehmen können. Die ganz großen Sessions, habe ich den Eindruck, dass es nicht mehr so oft stattfindet. Es wird irgendwie auch vorausgesetzt, oder? Dass man zumindest so ein bisschen ja amtliche Spuren abliefern kann von zu Hause aus, oder? Also so, genau, dass man sagen kann, ja, nee, Mikros habe ich jetzt nicht, lad mich mal ins Studio ein, ist man wahrscheinlich schnell nicht mehr der First Call, nehme ich an. Ich habe mich auch lange dagegen gesträubt, das selber zu machen, aber ich glaube, es geht irgendwann auch nicht mehr. Also wenn man nach Amerika guckt, da macht es auch jeder einfach. Also jeder, der viel im Studio macht oder gemacht hat, kann jetzt selber zu Hause aufnehmen und bietet das an. Und ich glaube, das wird hier auch immer mehr. Ja, Konkurrenz wird da, glaube ich, nicht weniger. Ich habe gehört, dass du kannst theoretisch ja auch, wenn du einen Track hast und willst, dass J.R. Robinson da drauf spielt, dann schreibst du ihn halt an und dann trommelt er das bei sich zu Hause ein. Ja, habe ich auch gehört. Ja, ist natürlich die Konkurrenz nicht klein auf dem Remote-Recording-Markt sozusagen, wenn das im Prinzip jeder macht, in Anführungsstrichen. Ne? Ja, aber dass das jeder macht oder dass das viele machen, das finde ich immer so, mir wurde auch früher tausendmal gesagt, jeder will professioneller Schlagzeuger werden, jeder will davon leben können. Es gibt so viele Leute, die das machen und ich glaube, man muss das einfach machen und dranbleiben und Bock drauf haben und das dann auch so gut es eben geht, machen und dann klappt das auch schon. Ich bin also ein bisschen naiv und gutgläubig und denke immer, das wird dann schon irgendwie klappen. Ja, ich glaube aber, dass das in unserem Business sozusagen wahrscheinlich gar nicht so verkehrt ist, mit der Einstellung daran zu gehen. Ja, denke ich auch. Ja. Ich glaube, wenn man das wirklich will und wirklich dafür arbeitet, und dann klappt das halt auch. Also ich lasse mich jetzt von sowas nicht demotivieren oder so. Okay, was findest du denn dieses selbstständiger Musikersein sozusagen? Was ist da jetzt neben dem reinen Drumming oder sein Netzwerk aufbauen, was sind da so für dich die größten Herausforderungen oder so Nebenaspekte, die dir erst im Laufe der Zeit klar geworden sind?
vielleicht auch Sachen, wo du sagst, da könntest du eigentlich drauf verzichten, aber es geht halt nicht ohne, oder? Was ich schlimm finde, die Gigs zu organisieren, wenn sich Gigs überschneiden und wo man was zusagt und wenn dann vielleicht doch eine Tour reinkommt, aber da vielleicht schon so zwei, drei andere Gigs drin sind und das zu jonglieren, wie man da am besten mit umgeht, ohne dass jemand sich benachteiligt fühlt oder beleidigt ist, dass man irgendwie nicht spielen kann. Das nervt mich am allermeisten, um ehrlich zu sein. Also, dass du vielleicht eine Tour nicht zusagen kannst, weil genau in dem Zeitraum sind zwei Gigs, die jetzt aber auf deiner Prioritätenliste jetzt nicht mehr ganz oben stehen. Sowas? Ich versuche nicht so eine richtige Prioritätenliste zu haben, weil ich alle Künstler, mit denen ich gerade festspiele, sehr, sehr gerne habe und sehr gerne mag und die Musik super finde. Aber es ist natürlich schwierig, wenn jetzt eine Tour reinkommt und man kann die nicht spielen, weil man drei Gigs im Kalender hat oder sowas mit einem Künstler. Die meisten lassen auch ganz gut mit sich reden und man kann das dann erklären. Und ich habe auch eigentlich bei jedem Künstler immer einen ganz coolen Sub. Und das kriegt man schon irgendwie hin, aber dieses Rumjonglieren, ich will auch jedem Künstler gerecht werden, weil ich alle auch sehr gerne mag. Aber das finde ich am alleranstrengendsten. Mhm. Das könnte ich gern drauf verzichten. Andererseits spricht es ja auch für dich, ne? Also es ist ja eigentlich schön, wenn die Momente kommen. Das heißt, dein Kalender ist eigentlich recht voll und du musst jonglieren, ne? Ist ja, spricht ja für deine Arbeit oder für das, was du so machst. Das stimmt, aber es ist trotzdem keine. Ich mag das nicht. Also es fällt mir immer sehr schwer, solche Sachen. Überhaupt Gigs oder wenn ich jemandem sagen muss, jetzt kann ich den Gig nicht spielen. Und obwohl ich ihn super gerne spielen würde, weil ja, das mag ich nicht so gerne. Okay. Aber das gehört halt dazu. Ja, part of the deal. Ja. Mal zum reinen Drumming. Ich weiß ja, dass du nicht so der klassische Drum-Nerd bist. So wie, also im Sinne von hier check mal den Doppelparadiddle in der und der Verteilung aus oder sowas. Ja, ja. Aber wenn ich mir so deine Ausbildung und das alles so angucke, was bist du für ein Übetyp? Also wie bist du da sehr strukturiert, zielgerichtet oder projektorientiert, dass du für bestimmte Projekte eigentlich nur übst oder beschäftigst du dich viel mit bestimmten Themen irgendwie sehr strukturiert und zielorientiert? Das ist halt super unterschiedlich. Ich glaube, am Anfang war ich unfassbar unstrukturiert und einfach nur gespielt. Und dann während des Studiums wurde es dann schon ein bisschen strukturierter und gerade in Los Angeles haben wir so viel Input bekommen und hatten jeden Tag Unterricht am Schlagzeug und jeden Tag neue Übungen und check mal das aus und lern mal den Song. Da musste ich schon sehr strukturiert rangehen, um dann überhaupt mitzukommen, was einfach so viel Material war. Und als ich wiedergekommen bin aus LA, da waren noch so 2-3 Jahre, wo ich echt viel geübt habe und auch sehr strukturiert geübt habe. Aber das ist jetzt so ein bisschen, das ist jetzt nicht mehr so. Aber ich versuche immer noch regelmäßig zu üben, aber das ist dann mehr so, wenn ich irgendeine Vertretung spiele oder irgendein Programm vorbereiten muss, dann nehme ich mir da relativ viel Zeit und versuche das auszuchecken, versuche vielleicht auch viel zu übernehmen, Sachen, die ich cool finde und checke dann da, keine Ahnung, ich habe jetzt vor die letzten Wochen so ein Programm vorbereitet. Und da habe ich gemerkt, dass ich für so ein paar Grooves einfach mit meinem rechten Fuß ein bisschen was checken muss. Er braucht Arbeit. Genau. Dann arbeite ich so gezielt an solchen Sachen. Sowas. Oder ich versuche jeden Gig von mir mitzuschneiden. Und höre den hinterher an. Okay. Und mache mir dann Notizen, was ich gut fand, was ich nicht so gut fand, woran ich arbeiten muss oder sollte. Und dann gehe ich so gezielt an solche Sachen. Cool, dass du gerade sagst, was ich gut fand und das sogar als erstes erwähnt hast. Die meisten, die meisten ticken ja so, also sich selbst auch mal auf die Schulter klopfen, fällt ja den meisten gar nicht so leicht. Aber das kann ja genauso ein guter Lerneffekt sein, wie zu sagen, okay, da und da muss ich noch ran. Deswegen ja, fand ich das Fall. Spannend, dass du das gerade als erstes gesagt hast. Also auch einfach mal aufschreiben, das fand ich jetzt ganz cool. Ja, da merkt man ja auch, was man geübt hat, was vielleicht besser geworden ist, wo man Fortschritte gemacht hat zu dem Gig davor oder vor ein paar Monaten oder so. Es gab Zeiten bei mir, da habe ich mir so einen Mitschnitt angehört und da habe ich
eine Sache vielleicht verkackt und es war nicht so geil. Und dann war der ganze Gig, habe ich den ganzen Gig in Frage gestellt. Mhm. Und da habe ich versucht, so ein bisschen von wegzukommen und auch Sachen gut zu finden, die man macht. Aber auch, ich bin sonst sehr, sehr kritisch mit mir selbst. Also auch Sachen finden, die ich nicht gut finde, wo ich dran arbeiten will und dran arbeite dann. Also das machst du dann auch direkt? Auf jeden Fall, ja. Okay. Ich versuche direkt nach dem Gig, also nicht direkt nach dem Gig, aber so ein Hotel oder ein Tourbus oder so, mir den Mitschnitt anzuhören und mache mir so ein paar Notizen oder was mir auffällt. Genau, da versuche ich dann direkt dran zu arbeiten. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, aber ja, die mich dann einfach total nerven. Okay. Dann passt das jetzt vielleicht gar nicht so schlecht. Kannst du mal zwei Momente schildern? Bester Gig, schlechtester Gig. Oder gar nicht mal vielleicht Gig, aber so schönster Moment, der mit Musik machen für dich in Kombination steht. Und vielleicht irgendeine Anekdote, wo du sagst, boah, da habe ich so ins Klo gegriffen, das muss ich nicht nochmal haben. Oder aber, keine Ahnung, Technik-Fail oder irgendwas. Unangenehm lustig, also so best of, worst of. Hast du da zwei Momente? Zum Nachdenken, aber ich glaube, die schönsten Momente für mich sind, wenn ich mit einem Künstler spiele, wo ich vielleicht vorher schon so Fan war und es das durch irgendwelche Zufälle gibt, dass ich dann mit dem spielen darf. Es war vor ein paar Jahren, habe ich so ein Festivalsommer mit Curse gespielt. Und das waren jetzt ja keine riesengroßen Festivals, aber ich war einfach schon immer so ein Curse-Fan. Mhm. Und dann habe ich jetzt so ein paar Gigs mit dem gespielt und der hat so einen Song, Und was ist jetzt, heißt er. Da ist gar kein Schlagzeug dabei. Aber immer, wenn wir den gespielt haben, stand ich am Bühnenrand und habe ihm so zugeguckt. Und es war einfach ein total schöner Moment für mich. Also wie gesagt, es waren teilweise echt kleine Festivals. Aber ich war einfach so ein Curse-Fan früher, dass das so sehr speziell für mich war. Und ich mich sehr, sehr gefreut habe, dass ich mit ihm spielen durfte. Okay, wie kam es zu dem Gig mit Curse, dass du da dran gekommen bist? Mein Kumpel Jan Siebmann aus Berlin, der hat eigentlich bei Curse gespielt. Der hat damals mit zwei Schlagzeugern gespielt, tatsächlich, dieses Jahr, damals. Und Jan konnte nicht, weil er mit einer anderen Band, ich glaube, die hatten irgendeine Recording-Session, sind dafür nach Südafrika geflogen oder irgend sowas. Und war so einen Monat weg und hat mich gefragt, ob ich ihn da vertreten kann. Dann habe ich dann so einen Monat Curse gemacht. Hast du nicht lange überlegt, wahrscheinlich? Nee, das war, ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass er mich gefragt hat, auf jeden Fall. Ich glaube, das war so. Da gibt es halt mehrere so Momente, wo ich vorher schon Fan war oder wo ich die Musik gehört habe und dann Jahre später kriegt man einen Anruf, ey, kannst du mit dem spielen? Das war, ich habe mal in Berlin, das ist auch so ein ganz kleines Clubkonzert, das war so Showcase-mäßig und ich habe mit so einer Sängerin da gespielt und wir haben aber die Backing-Band für den Abend. Und dann haben wir einen Song mit Materia gespielt, den ich total super fand. Und solche Momente finde ich total cool, wo ich vorher einfach Fan war und oder immer noch Fan bin und eigentlich die Songs schon kannte und die dann spielen darf mit dem Künstler. Das sind so meine persönlichen Highlights, die gar nicht, da müssen gar keine großen Konzerte sein oder mega großen Bühnen, aber das ist für mich dann einfach, wo ich mich total freue. Okay. Worst of? Ja, da fallen mir so ein, zwei ein, aber. Ja, hau raus. Das ist schon ein paar Jahre her. Da habe ich mit einem Rapper gespielt, der heißt Prinz P. Und wir haben auf dem Splash Festival gespielt. Und es war für mich auch so, oh, ich will irgendwann mal auf dem Splash Festival spielen. Dann haben wir auf dem Splash gespielt und auch echt eine gute Uhrzeit, so, ich weiß gar nicht, so nachts, so um 0 Uhr oder so. Und ich hatte ein SPDS am Start. Und auf dem SPDS, ich hatte auch nur so ein Patch für Prinz P gemacht, weil es gab so einen Song, wo ich bei Handclaps gespielt habe. Und ich glaube, bei einem Song so ein Sub-Bass. Und bei einem Song halt so ein 3-4-Sekunden-Sample, was den Song startet. Und dann stand Prinz P vorne und meinte so, ja, der nächste Song heißt 3 Minuten, viel Spaß. Und das war mein Cue, dieses Sample zu starten. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das richtige Patch eingestellt habe. Und ich weiß nicht, ob das SPDS kurz ausgegangen ist oder so. Auf jeden Fall stand das dann auf dem falschen Patch. Und ich habe sehr selbstbewusst auf dieses Pad gehauen. Und anstatt diesem kurzem Sample, was den Song gestartet hätte, kam so ein interner Sound, so ein Vocal Sound, so, whoa, whoa, stay you,
Ich weiß nicht, ob den irgendwer kennt. Ja, doch, diesen Preset-Sound. Ja. Genau. Und der kam und das Ganze wurde aufgezeichnet und ist jetzt immer noch in der ARD-Mediathek oder so. Und ich bin groß zu sehen, wie ich auf dieses, sehr selbstbewusst auf dieses Pad haue. Und dieser Vocal-Sound kommt da raus. Das war sehr unangenehm. Ich musste dann schnell dieses richtige Patch suchen und dann ging alles wie geplant weiter. Aber es war schon eine sehr unangenehme Situation. Und das trägt man natürlich auch solchen ganzen Gig dann mit. Ja, das hast du im Kopf, das kriegst du nicht mehr weg, ne? Ja. In dem Moment. Ja. Ja. Und wahrscheinlich auch beim nächsten Gig, wenn du das SPDS anschließt und denkst, okay, eben noch einmal checken, ob die richtigen Presets geladen sind. Ich war tatsächlich so genervt davon. Also ich will keine Werbung für irgendeine Firma machen, aber ich habe danach sofort so ein Yamaha TD, schieß mich tot, Multipad gekauft. Okay, und seitdem also, ist das alles gut. Jetzt habe ich ein Yamaha, jetzt habe ich einen Roland SVSX, jetzt ist alles gut. Das ist schon ein bisschen länger her. Genau. Okay. Aber ich habe das dann gleich abgeschafft. Also es war auch nicht so zuverlässig. Ja, aber witzigerweise habe ich ja auch einen Podcast mit Simon Gattringer gemacht, den du ja auch gut kennst. Und ja. Bei seinem Worst of Moment gibt es auch eine SPDSX-Geschichte. Also das soll jetzt gar nichts gegen die Roland-Geräte sein, aber die Technik kann halt Streiche spielen, ne? Ja, ich glaube, alle Sachen, die mir passiert sind, oder die meisten Sachen, die unangenehm waren, hatten mit Technik zu tun. Ja. Also, wenn wir gerade von Simon geredet haben, ich vertrete Simon ab und zu mal bei Johannes Oerding, wenn Simon anderweitig irgendwas macht. Und ich glaube, mein erster Gig mit Johannes, also mein erster 1,5-Stunden-Gig mit Johannes, da habe ich halt Simon vertreten und bin da hingekommen und habe den ersten Song gestartet. Der fängt halt mit so einem Backing-Track an, so 4-Takte Streicher-Intro. Und dann wollte ich einsteigen und die Band steigt ein. Und dann ist mein In-Ear einfach ausgefallen. Aber der Backing-Track ist natürlich weitergelaufen. Ich habe den Klick nicht mehr gehört. Und es war ein großes Durcheinander. Kurz danach da ging mein In-Ear wieder kurzzeitig. Und ich war noch so ungefähr auf Klick. Das war noch irgendwie alles cool. Aber dann war es halt so lange weg. Und dann habe ich den Backing-Track ausgestellt und der Monitormann kam, also wir haben den Song zu Ende gespielt, ohne Backing-Track, dann kam der Monitormann, wusste aber auch nicht wirklich, was los ist. Und musste die nächsten 3-4 Songs, die ohne Backing-Track waren, einfach ohne In-Ear spielen. Das war auch kein guter Start in so einem 90-Minuten-Gig. Ja. Ich glaube, das waren so meine 2 schlimmsten Erlebnisse. Ja. Witzigerweise, Simon hat auch genau das dann als nächste Story auch erzählt, halt auch Monitorausfall sozusagen. Und wenn dann Tracks laufen oder ein Klick notwendig ist oder so, dann stirbst du 1000 Tode, ne? Und wenn es nur für 30 Sekunden ist. Ja, da warst du noch ein bisschen länger. Ja, dann lohnt es sich, ein gutes Timing zu haben. Ja. Okay, cool. Eine Sache, die mich auch mal interessiert, du kennst sicherlich ja auch den Satz, so, man hat das Hobby zum Beruf gemacht. Oder die Leidenschaft zum Beruf gemacht oder so. Hast du Gedanken zu diesem Satz? Also begegnet dir das, dass wenn du mit Leuten sprichst aus deinem Umfeld, die jetzt mit Musik, sage ich mal, nichts zu tun haben, man kann ja durchaus unterschiedlicher Meinung zu diesem Satz sein. Also man kann das total positiv sehen, aber für einige wirkt das ja dann auch so vielleicht wie, der hat ja eh Spaß dran. Ach, das kann man beruflich machen oder solche Hintergedanken. Oder hast du dich damit mit der Thematik noch gar nicht auseinandergesetzt? Also ehrlich gesagt habe ich mich damit noch nicht so auseinandergesetzt. Also schon einfach, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, würde ich sagen. Das hat als Hobby angefangen, wurde dann immer wichtiger und hat mir immer mehr gegeben. Und deswegen bin ich eigentlich total froh, dass ich das gemacht habe. Und was jetzt die anderen Leute darüber denken, da habe ich mir nicht so richtig Gedanken gemacht. Ja, weil man könnte ja zum Beispiel auch so sehen, dass da eine gewisse Gefahr hintersteckt, dass man sagt, okay, wenn es jetzt aber dann auf einmal Beruf geworden ist und sozusagen, ich will jetzt nicht sagen, eine Not daraus kommt, aber dass man halt auch seinen Lebensunterhalt damit bestreiten kann. Es ist ja jetzt nicht gerade der beständigste Beruf sozusagen. Aber also es könnte ja auch sein, dass man dann irgendwann sagt, okay, jetzt ist es aber vielleicht wirklich nur noch der Beruf und gar nicht mehr so diese Leidenschaft und das Hobby und der Spaß daran, das zu machen. Aber hast du nie so empfunden? Dadurch ein anderer Druck entsteht, weil du jetzt auf einmal das, was du sowieso gerne machen würdest, ist jetzt auf einmal der Beruf und dadurch hat sich das für dich, aber deine Einstellung dazu nicht geändert. Also im Moment freue ich mich einfach jeden Tag darüber, dass es so ist.
am Anfang gab es auf jeden Fall Zeiten in Berlin, wo ich teilweise zu Gigs gefahren bin und dachte so, oh, ich habe so überhaupt keinen Bock, den Gig jetzt zu spielen. Oder habe Gigs angenommen, weil ich das Geld brauchte. Oder ich dachte, okay, da spiele ich mit und dann lerne ich vielleicht wieder neue Leute kennen oder so. Dann waren auf jeden Fall schon öfter mal Gigs dabei, wo ich nicht so richtig Bock drauf hatte, wenn ich ehrlich bin. Aber in den letzten Jahren, in letzter Zeit, freue ich mich eigentlich über jeden Gig, den ich spiele. Und das ist alles immer wie so eine Klassenfahrt und dann eine gute Zeit. Und ich bin sehr, sehr glücklich damit tatsächlich gerade. Und das ist ein Druck verspüren eigentlich auch nicht so richtig. Irgendwie funktioniert es ja immer. Man gewinnt, glaube ich, so ein Vertrauen in sich selbst und in die ganze Situation, dass es immer irgendwie funktioniert, dass irgendwas immer kommt und genau. Okay, umso besser für dich. Ja. Okay, dann kommen wir mal zu meinen Kategorien. Ich spiele dir mal kurz was ein hier. Oh. Na, wer hat's getrommelt? Und jetzt muss ich natürlich hier auch wieder die Anmerkung machen, dass ich jetzt nicht danach frage, wer dieses Drumfill getrommelt hat. Schade. Das wäre zu einfach. Ich spiele dir mal einen kleinen Song an, den hören wir uns mal kurz an. Und dann gucken wir mal, ob du weißt, wer das getrommelt haben könnte. Well, Olivia is taken, but a look like hers can be found from time to time. Yeah, Olivia is taken, but a look like hers can be found from time to time. I'm thinking something like Olivia is what I need to find. There's only one man in this world who gets to sleep with her by his side. Also ich kenne den Song von John Mayer. Ich schwanke noch so ein bisschen, aber ich glaube, es war Steve Jordan, oder? Oder war es Aaron Sterling? Ich entscheide mich für Steve Jordan. Okay. Ich habe den Fail. Oh nein, ich war. Es war. Ich habe seinen Namen gerade vergessen. Jim Keltner. You win. Sehr gut. Also fand ich fies, weil natürlich, okay, John Mayer denkt man schnell an Steve Jordan. Dann wusstest du sogar noch, Aaron Sterling hat nämlich eigentlich, glaube ich, einen Großteil des Albums sogar gespielt oder auf jeden Fall auch die Tour zu dem Album. Ja, genau. Und ich habe aber extra was Fieses eigentlich gesucht. Es ist aber tatsächlich Jim Keltner. Ja. Ich wusste, dass Jim Keltner auch was getrommelt hat auf dem Album. Tatsächlich. Aber genau. Den einen Song, glaube ich, sogar nur, wenn ich richtig. Ja? Ja, ich glaube schon. Okay. Ja. Wow. Ja, aber nicht schlecht. Zählt das noch als richtig? Ich gebe dir den Punkt. Okay, danke. Weil es, glaube ich, wirklich, war, glaube ich, fies. Also, wenn auch nur, ne? Wenn jetzt offensichtlich wäre, er hat das Album getrommelt so komplett, aber nein, da bin ich großzügig. Du kriegst den Punkt. Danke. Aber ich bin auch großer John Mayer-Fan. Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Leider nie live gesehen. Ich habe ihn tatsächlich mal live gesehen und sogar, es war 2006. Ich finde das Continuum-Album mit Abstand das beste Album. Und nicht das war die Zeit bei dir. Ja. Und damals hat J.J. Johnson noch live gespielt. Ich finde ihn so, so gut. Ist das der Drummer, der auch diese Where the Light Is DVD getrommelt hat? Genau. Ja. Genau. Also hinterher. Am Anfang ist ja auch so, da gibt es ja so drei genau, Parts. Genau, das Trio. Ne? Genau. Erst als Duo, glaube ich, ne? Akustisch, dann das Trio und dann hinterher die ganze Band. Genau. Wahnsinns-Live-DVD. Genau, ach, unfassbar. Ja. Und David Johnson hat so gut gespielt. Da gibt es auch im Abbey Road so Live-Videos, Believe spielen ja zum Beispiel. Und J.J. Johnson spielt so geschmackvoll. Ich finde, sehr, sehr gut. Ja, aber was das Album angeht, bin ich auch hundertprozentig bei dir. Ist so ein Album, was man einfach immer wieder hören kann. Das bin ich nie leid. Ja. Gut, geht weiter. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn du in die Vergangenheit reisen könntest und könntest dir ein Jahrzehnt aussuchen, in dem du leben würdest oder arbeiten würdest, wie auch immer? Muss gar nicht mal jetzt direkt schlagzeugbezogen sein, aber kann es gerne. In welches Jahrzehnt würdest du dich zurückversetzen wollen?
Auf jeden Fall 80er Jahre. 80er Edith. Jahre in Los Angeles. Das wäre mein Ding, glaube ich. Wegen, das wäre schön. Speziell wegen der Musik? Ja, ich fand, was man da so gelesen hat, so die Zeit mit Jeff Porcaro und so, das finde ich total spannend. Ich habe aber auch mehrere Biografien von Mötley Crüe und Guns N' Roses gelesen und das finde ich schon spannend, wie die alle angefangen haben auf dem Sunset Strip, so im Roxy's oder so. Und das war bestimmt eine richtig spannende Zeit. Und auch diese Sessionarbeit. Also wie gesagt, dass so Leute wie Jeff Porcaro unterwegs waren und damals anscheinend noch so viele Studio-Sessions gab und so. Auch wie damals aufgenommen wurde, dass jetzt nicht wie heute alles wird so geschnitten und Beat Detective und eigentlich ist auch egal, weil wir rücken das eh hinterher gerade und wir legen irgendwie Samples runter, bla bla bla, sondern da ging es noch um einen guten Take. Was heute auch manchmal noch der Fall ist, aber es ist halt, damals muss es einfach ein guter Take sein. Genau. Ich glaube, 80er Jahre, Los Angeles, das wäre mein Ding. Cool, okay. Und was wäre, wenn, jetzt bin ich gespannt, du nur noch einen einzigen Song für den Rest deines Lebens hören könntest? Es gäbe nur noch einen Song, den du spielen kannst. Welchen würdest du nehmen? Das ist eine schwere Frage, aber ich würde sagen, Slow Dancing in a Burning Room von John Mayer von Continuum Album. Das ist so mein All-Time-Favorite-Song, den ich einfach jeden Tag hören kann und eigentlich auch jeden Tag höre. Abgefahren, weil würde ich auf die Frage wahrscheinlich auch antworten. Echt? Dass wir uns ja mit dem Album einig sind und der Song ist einfach unfassbar schön. Das ist auch ein Song, wo ich allen Leuten sage, wenn man so rumjammt beim Soundcheck oder so, ich möchte diesen Song einfach nicht jammen und ich möchte den auch nicht mit irgendwem spielen, weil ich möchte den auf keinen Fall kaputt machen lassen von irgendwem. Keine Modern Pop Coverversion davon hören irgendwann im Radio. Auf keinen Fall. Auch nicht irgendwie probieren, den zu spielen oder so. Ich habe einfach keinen Bock, mir den kaputt machen zu lassen. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja, aber das ist so mein, ich glaube, wenn mich irgendwer fragt nach meinem Lieblingssong, ist auf jeden Fall der Song. Ja, cool. Hätte ich gar nicht gedacht, weil du ja, weiß ich nicht, viel in anderen Bereichen unterwegs bist. Hip-Hop so dein Ding zu sein scheint und so und dann. So aber das mit dem Hip-Hop ist aber auch so eine Sache. Ich bin überhaupt nicht so ein Hip-Hop-Nerd und ich bin auch früher nie in der Schule mit so Baggy-Pants rumgelaufen und kenne mich auch in der ganzen Hip-Hop-Historie nicht aus. Aber in Berlin hat es irgendwann mal angefangen, wo ich von, ich glaube, dem Produzenten von Prinz Pi gefragt wurde. Und dann habe ich bei Prinz Pi eine Zeit lang mitgespielt. Und dann hat dann jemand gefragt, ey, wir brauchen Hip-Hop-Schlag so bei Jacuzza, hast du nicht Bock? Und dann wurde man so durchgereicht und auf einmal war man so Hip-Hop-Schlagzeuger. Also mir macht das großen Spaß, aber ich würde mich jetzt nicht so als Hip-Hop-Experte oder irgend sowas bezeichnen. Ich wollte jetzt auch nicht hier Vorurteile schüren oder so. Nee, überhaupt nicht, aber ich bin da so reingerutscht irgendwie, würde ich sagen. Mhm. Aber ich fühle mich da auch sehr wohl. Das ist schon alles gut so. Okay, dann haben wir noch eine letzte Kategorie. Fünf Quickies mit Bo. Fünf kurze Fragen mit der Bitte um fünf kurze Antworten. Okay, was ist für dich das eine Schlagzeugbuch, was man kennen können müsste, besitzen sollte oder was für dich zumindest das wichtigste Schlagzeugbuch ist? Ich habe tatsächlich nicht so viele Schlagzeugbücher von vorne bis hinten so durchgemacht, aber da waren zwei und ich würde dann sagen Future Sounds von David Garibaldi. Mhm. Genau. Okay. Was ist für dich die eine Trommel? Deine absolute Lieblingstrommel? Das sind bei mir immer so Phasen, gerade bei Snares, welche so meine Lieblingssnare ist. Aber jetzt seit so 2,5 Jahren mag ich die Pearl Sensitone 14x6,5 Brass, Black Brass oder so heißt sie, glaube ich. Die habe ich eigentlich bei jedem Gig dabei und auch in meinem kleinen Studio da habe ich so gut wie jeden Song damit aufgenommen tatsächlich. Mhm. Das ist so, funktioniert. Mag ich sehr, sehr gerne. Okay. Was ist für dich das eine Tool, ohne dass du nicht mehr arbeiten möchtest? Sei es eine App, sei es eine Software, ein Equipment-Gimmick, irgendwas, wo du sagst, das Ding brauche ich, ohne das geht's nicht mehr.
also ohne das geht es nicht mehr, ist vielleicht übertrieben, aber ich mag meinen kleinen Zoom 2QN Recorder, diese, so eine kleine Kamera zum Aufnehmen, mag ich sehr, sehr gerne und nehme ich eigentlich zu jedem Gig mit. Um damit, das ist die Quelle, mit der du immer aufnimmst, wovon du erzählt hast. Genau, ja, ja. Okay. Und was ist für dich der eine Lieblingsdrummer, ohne den du vielleicht nicht spielen würdest, also der dich vielleicht initial inspiriert hat oder wo du sagst, wenn ich nur einen nennen könnte, das ist der Drummer für mich? April Bowie Jr. Ah, okay. Das ist seit, ich weiß nicht, wie lange mein Held, einfach, ich finde es unfassbar, wie er spielt. Mhm. Da gab es damals diese DVD, ich glaube 2002, Back in the US von Paul McCartney. Ja. Die habe ich mir damals gekauft und ich glaube, in der Zeit ist auch dieses erste Album von Vanessa Carlton rausgekommen mit diesem 1000 Miles. Wahnsinnig getrommelt. Und diese Raging Honkies-Alben mit Mike Landau und ich bin, oh, ja, das hat mich so inspiriert und geflasht. Hat also heute auch, immer noch. Jetzt, hat ich grade, du der Bassdrum-Größe inspiriert? Vielleicht. Speziell so eine kleine Jazz-Bassdrum hin und wieder. Aber jetzt bin ich bei 24 gelandet. Ich habe bei den letzten Jahren immer 26. Ich habe diese 26er Bassdrum überall hin mitgenommen. In jedem kleinen Club immer diese 26er Bassdrum. Jetzt spielst du tatsächlich die kleine 24er Jazz Bassdrum. Ja. Und wird ja auch älter. Ja, ja. Muss ja auch einer tragen immer. Ja. Ja. Okay. Und was ist für dich oder für uns vielleicht die eine Empfehlung, die du geben kannst für Drummer, die jetzt vielleicht am Anfang stehen und sich sozusagen eine Karriere aufbauen wollen oder das als den Entschluss gefasst haben, das als Beruf zu machen? Gibt es so einen Tipp, wo du sagen würdest, das ist ein To-Do oder das und das lass lieber oder irgendwas? Hast du so einen Lifehack sozusagen für angehende Drummer? Also ich kann einfach empfehlen, dass man sich einfach immer richtig gut vorbereitet. Egal, ob das eine Probe ist, ein Gig, eine Studio-Session oder was auch immer. Ich versuche mich einfach nur immer so gut es geht vorzubereiten. Versuche alles am Start zu haben, so an alles zu denken. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das nicht selbstverständlich ist bei manchen Leuten. Für mich ist das, ich weiß nicht, das, ich würde mich ganz schlecht fühlen, zum Gig zu fahren, wo ich nicht gut vorbereitet bin. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Ding, das würde ich einfach beherzigen. Egal, was das für ein Gig ist und was für eine Band ist, ob man die Musik jetzt mag oder nicht. Ob das ein großer Gig oder ein kleiner Gig ist, würde ich einfach immer nur so gut es geht vorbereiten. Okay. Auch so equipment-technisch meinst du wahrscheinlich auch, ne? Habe ich nämlich manchmal so das Gefühl, dass einige so, nehme ich genau, halt dies mit oder jenes mit. Dass man das richtige Equipment am Start hat, dass man die Songs kennt, dass man die Tempi am Start hat, vielleicht zur Sicherheit noch ein Metronom dabei hat. Vielleicht auch so E-Drums vielleicht ein bisschen auscheckt und vorher das vorbereitet, dass man das am Start hat und mitbringt. Okay. Ja, von meiner Seite war es das jetzt. Ich würde dir jetzt, wenn du möchtest, Gelegenheit geben, ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen, vielleicht auf irgendwas hinzuweisen, wenn Projekte anstehen, wo du sagst, möchtest du nochmal darauf hinweisen oder das und das sollte mal unbedingt ausgecheckt werden oder so. Wenn du möchtest, hättest du jetzt den Platz für schamlose Eigenwerbung. Ja, hört die schöne Musik an von den Künstlern, mit denen ich spiele. Also Antje Schomaker hat gerade einen sehr schönen Song rausgebracht. Tom Gregory hat ein Album rausgebracht vor ein paar Wochen. Genau, für Siemers, Philipp Dittberner, Florian Künstler, da haben wir gerade eine EP rausgebracht. Habe ich den vergessen? Disaster bringt nächstes Jahr ein Album raus. Ich habe gerade einen Song eingespielt für Stefanie Heinzmann. Das war so der erste Song, den ich, der veröffentlicht wurde, den ich in meinem kleinen Studio aufgenommen habe. Der heißt All We Need Is Love. Ja, genau, so eine Akustikversion. Das finde ich ist ganz schön geworden. Das Album ist, glaube ich, gerade rausgekommen. Da kann man mal reinhören. Genau. Okay, und ansonsten findet man ja, wer sich jetzt da weitergehend interessiert, was da noch so ansteht, in den einschlägigen Social-Media-Kanälen wahrscheinlich. Genau, so Facebook, Instagram bin ich am Start. Okay, werde ich in den Shownotes auch mal verlinken sozusagen, wer da cool weiter sich informieren möchte. Ja, von meiner Seite war es das. Vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank dir, Bo. Es hat mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast. Sehr gerne. Und dann
gehen wir einfach mal positiv daran und sagen, dass wir gehen einfach davon aus, dass wir uns nächstes Jahr vielleicht dann noch mal mehr persönlich über den Weg laufen können. Nächstes Jahr wird alles gut. So, das ist doch... So sieht's aus. So schneide ich das zusammen, dass das das Schlusswort wird. Alles klar, okay, dann vielen Dank und schönen Abend noch. Dir auch. Ciao. Ciao. Nächstes Jahr wird alles gut. Yo, ich hoffe, diese Folge von Einmal Drums mit Alles bitte hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann sagt's gerne weiter. Wenn dem nicht so ist, dann sagt's auch gerne weiter. Warum sollte es euren Feinden besser gehen als euch? Vielen Dank an die Firma Rohema an dieser Stelle, die mich bei der Umsetzung für diesen Podcast unterstützen. Am meisten helft ihr mir aber, wenn ihr bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens ein Like oder sogar eine kleine Rezension und oder ein Feedback hinterlasst. Und wenn ihr immer informiert werden wollt, wann es die nächste Folge gibt, dann solltet ihr diesen Podcast ohnehin abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und sagt bis dahin immer fleißig auf die Pauke hauen. Euer Bo.